Tja, meine Freunde, da sind wir wieder zurück bei Elden Ring, zurück bei Radahn. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei mir auf dem Kanal und mich dabei begleitet, wie ich jetzt wahrscheinlich wieder zwei, dreimal auf die Schnauze kriege und es vielleicht dann schaffe, ihn endlich umzuknüppeln. Es ist nach wie vor, empfinde ich das als sehr heftige Nummer. Vor allem, wenn man dann nicht ganz so krass ausgerüstet ist wie ich. Also, ja, es ist schon besser als sonst, aber unser Lebensbalken könnte tatsächlich ein bisschen besser sein. Aber es ist halt, wie es ist, damit müssen wir klarkommen. Was haben wir denn hier noch so? Verbessert Ausdauer, verringernde Angriffe gegen Blocker. Packen wir das mal da rein. Vielleicht bringt das ja ein bisschen was mehr, wenn wir ihn dann blocken. Ich hoffe, ich verstehe diesen Move richtig. So, wir gehen rein. Mir wurde übrigens gesagt, ich solle am Anfang nicht das Pferd benutzen. Versuchen wir das mal. Moment macht, klappt es auf jeden Fall besser, wenn man ausweichen kann. Sorry, den Tipp werde ich nicht mehr befolgen mit dem Pferd. Das werde ich mir jetzt auf jeden Fall direkt von Beginn anrufen, weil da habe ich keinen Bock drauf. Der hat uns jetzt tatsächlich einen Box gegeben und wir waren tot. Ich meine, wenn man da ein bisschen taktisch besser rangeht und ihn quasi erstmal mit den Typen da sich anlegen lässt und wir dann direkt reingehen, okay, kann das wahrscheinlich besser klappen. Ich versuche es nochmal so und wenn das dann beim dritten Versuch wieder nichts gibt, dann werden wir es anders machen müssen. Warten wir es ab. Wurde übrigens auch in die Kommentare reingeschrieben, dass der Kerl deutlich vereinfacht worden ist und dass er nicht mehr so schwer ist wie vor dem Patch. Wie gesagt, er ist ja grundlegend auch nicht so der schwerste Boss, aber er hat halt Power, ne? Also was sein Moveset angeht, ist er wahrscheinlich tatsächlich nicht krass, also nicht so krass, wie man vielleicht denken könnte. Aber er ist auch nicht ohne, was sein Schadensbild angeht. Alter, jetzt mach doch mal dich da weg.
keine Beschwörungen mehr. Doch, hier haben wir noch eine. Ah, und da oben ist auch noch eine. Oder zwei sogar. Boah, Alter, das war knapp. Nein! Ah, das war das Pferd. Mein Gott, Alter, so kurz vom Sieg. So, das hat sich ausgeradert. Boah. Große Rune, Echo der Sterngeißel. Für die Echo der Sterngeißel habe ich mir sagen lassen, sollte man sich auf jeden Fall... Oh, ein Video. Ja, also nochmal, um kurz darauf zurückzukommen, für die für das Echo der Sterngeißel werden wir uns auf jeden Fall Radans Doppelwaffen holen, weil die sollen, soweit ich das mitgekriegt habe und vom Kollegen auch gesagt bekommen habe, sehr, sehr gut sein. Dementsprechend werden wir das auf jeden Fall machen. Ah, good. I was waiting for you. What a sick way to fight, eh? The glory of the clash is shared. By Radan. And you. And did you see that afterwards? A falling star right before our eyes. I can't fathom how Radan was holding back something of that scale. He was a living legend if ever I saw one. And the path has now been cleared. To Nokra, where Rani's fate will be decided. Let's meet where the falling star bit the earth. We'll take up our swords once more. For Mistress Rani. Let's meet where the falling star will go into battle again. My only purpose is to fight for Rani's fate. Sword and fang. The curtain's rising. Okay. Quatsch, der noch was? Let's meet where the will go into battle. My only purpose is the curtain's rising. Okay. Sehr, sehr cool. Also, wie gesagt, einer der coolsten Kämpfe, finde ich. Ah, hello there. It was a battle marvelously fought. You are well and true. I, on the other hand, nothing but a crock. One hit was all it took to crack me, and for my insides to come spilling out after that. And as such, I can hardly stand to face. But as luck would have it, there's a veritable mountain of warriors' bodies right. If I can just squeeze this bunch down inside me, I'll be a mighty. And you know, the bodies found here are exceeding. Who could expect any less from the very warriors who fought in the Shattering? The greatest of all. Just you wait and see, friend. Just you wait when next we meet. The bodies found. Who could expect any less from the very warriors? Just you wait. Okay, also er stopft sich jetzt mit Leichen voll, die hier rumliegen, damit er auch wieder stark wird. Scheint wohl seine Art der Konsumgestalt zu sein, oder was weiß ich wie. Keine Ahnung. Naja, wie gesagt, ich muss sagen, nach dem, was ich bisher so von Elden Ring gesehen habe, ist das auf jeden Fall einer der coolsten Kämpfe. Nicht nur in Elden Ring, sondern auch für mich persönlich von allen Souls-Spielen. Unabhängig davon, ob Radan jetzt ein starker Gegner, also ein starker Boss ist oder nicht. Ich persönlich favorisiere diesen Kampf hier als einen der besten überhaupt in allen Spielen, die es gibt, weil ich es a. sehr heroisch finde, wie man mit diesen ganzen Leuten hier in diese Turnierschlacht hineingeht. Und darüber hinaus natürlich auch noch, dass Radan generell eine sehr geile Lore hat. Also ich finde das sehr cool. So. Ach du Scheiße, wir sind hier mitten irgendwo im Nirgendwo. Aber hier jetzt noch irgendwas finden.
Was finden gibt es hier aber nicht noch, ne? Reiten wir hier mal kurz durch die Gegend. Gucken uns hier mal ein bisschen um. Ich meine, von da sind wir ja gekommen, oder? Ja, da hinten ist das Portal. Und hier drüber reiten geht nicht, weil da würden wir dann sterben. Ja, schwimmen geht ja nicht. Könnte sich hier hinten nochmal umgucken. Ich glaube jetzt tatsächlich nicht, dass es hier noch irgendwas Krasses gibt, aber ich will es mal versucht haben. Vielleicht ist es ja doch so. Und ich muss sagen, dass nach wie vor es eine gute Idee war, auf dieses Nagakiba noch den Frostschaden drauf zu machen, weil das die Gegner einfach unheimlich krass stand. Also selbst bei Radan war es ja jetzt gerade so, dass man ihn wirklich in so einen Backfall gebracht hat, wenn man das gemacht hat. Das war schon eine echt krasse Sache, also muss man ja mal so sagen. Kann ich euch nur empfehlen, Nagakiba auf 10 bringen, Blutung drauf und dann noch Frostschaden dazu. Knallt ziemlich gut. Es gibt mit Sicherheit noch bessere Waffen, wie die zwei Schwerter von Radan, die ich mir auf jeden Fall noch zu Gemüte führen werde. So, soweit ich das entziffern konnte, nichts mehr. Wir gehen mal hierhin zurück nach Tafel der Gnade. Und wir werden uns danach auf jeden Fall noch durch Khalid kämpfen, weil da habe ich noch gar nichts gemacht. Und ich möchte natürlich nicht irgendwie diese ganzen Sachen da noch, also die ganzen... muss mal gerade gucken. Diese ganzen... ach, sagt mal schnell. Was bist du? Das ist doch ein Gegner, oder? Have you ever felt the curse? With your whole being, the pox upon life itself. Der hat eine Sonne auf der Brust. Feared and despised by all. Apparently not. You are but a lamb. A stranger to the farm. You no longer interest me. I've been long without peace. Ja. Bevor ich weiter mit dem rede, nicht, dass der gleich aufsteht, weil ich mal auf den Sack gehe, die Tür hier zufällt und ich meine ganzen Runen los bin. Ja, also wir haben da hinten noch gar nichts gemacht. Wir sind ja einfach zum Boss durchgelaufen und dementsprechend würde ich da gerne noch hin. Und mich da ein bisschen umgucken wollen und mich ein bisschen durchboxen wollen. Ich hier gerade WhatsApp-Nachrichten ohne Ende. Machen wir das mal eben aus. So, aber jetzt gucken wir uns erstmal an, was wir für Radan seinen Kram bekommen. Ist das hier? Nee, das ist hier bei ihr, ne? So. Radans Speer. Krass, wir können sogar die Rüstung bekommen. Aber wir kriegen jetzt hier tatsächlich nur Radans Speer, ne? Großpfeile, die General Radan beim Fest des Kämpfes einsetzte. Radan wurde später von den reinvollen Rittern mit diesem Speer erstochen. Okay. Bin ich jetzt gerade... Bin ich jetzt doof? Also, mir wurde gesagt, dass man sich jetzt hier eigentlich die diese Doppelschwerter holen kann. Dem scheint aber nicht so zu sein. Die Rüstung ist natürlich auch geil. Sieht total cool aus, das Teil. 17,5. Ah, hier. Großschwerter des Sternengeißel. Und den Bogen. Hier kriegt man das. Nehmt mit deiner Finger die Macht des Namengebers in euch auf. Ja, dann machen wir das doch. Und jetzt können wir hier entweder den Bogen, Löwengroßbogen erhalten oder die Waffen. Großschwerter der Sternengeißel. 38 Stärke, 15 Weisheit. Ja, die 15 Weisheit ist ein bisschen doof. Stärke sind wir auch erst bei 18. Ach du Scheiße, das ist ja noch eine richtige ekelhafte Nummer. General Radans riesige gekrümmte Großschwerter aus schwarzem Stahl, verziert mit einer Löwenmähne. Als Sternengeißel gelangte Radan in seine Jugend zu großem Ruhm. Zu dieser Zeit verzierte er die Klinge auch mit seinem Siegel der Schwerkraft. Einzigartiges Talent, Sternruferschrei, kreuzt eure Schwerter und brüllt hinauf in den Himmel, um eure Gegner heranzuziehen. Mit einem weiteren Eingabe führt ihr einen Abwärtssieg mit eurer
mit euren von Schwertkraft erfüllten Schwertern aus. Ja, das machen wir auf jeden Fall. So. Ah, okay, die können wir immer noch kaufen. Also die Rüstung finde ich sehr geil. Sieht bestimmt super cool aus. 4, 10, 6 und 18. Now go forth. Die sind tatsächlich sogar besser als der von Radan. 17, 2, 4, 7. Ach krass, es ist tatsächlich so, dass unsere Rüstung besser ist als die von Radan. Zumindest was den körperlichen Resistenzen angeht. So, aber was wir natürlich erst machen möchten. Großschwert der Verpflanzung. Ja, aber mit zwei von diesen Dingern. Die sehen schon cool aus, muss man einfach mal so sagen. Wenn man jetzt in die Hand, rein theoretisch, das Ding hier nehmen würde, sähe einfach ultra brutal aus, ne? Also die Schwerter von ihm sind bestimmt der Knaller. Die sehen auf jeden Fall auch sehr cool aus. Aber wir bleiben erstmal bei dem, was wir haben. So, hier brauchen wir noch 17 auf Arkan. Das sind noch 3 Level. Wenn wir richtig Glück haben, haben wir die jetzt. Dann können wir das Teil nutzen. Sehr gut. Krass, das Ding macht jetzt natürlich auch Magieschaden, ne? Das ist natürlich crazy. Löst Blutung aus. So, wenn wir jetzt hier mal hingehen und das Teil einfach mal noch mit einer Asche versehen. Mit einer guten. Hier sind wir aber falsch. Ich glaube, hier ist das, oder? Ne, hier sind wir auch falsch. Wir müssen zum Schmied. Das ist hier. Können wir auch mal eben gucken, ob wir noch irgendwas verbessern können von unseren Waffen. Wir haben ja auch zwischendurch mal ein paar Steine gefunden. Ob das Teil braucht... Ja, können wir sogar. Dunkelschmiedestein 5. Dunkelschmiedestein Stufe 1. Ja, das machen wir, wenn wir die wirklich nutzen können. Das bringt jetzt gerade nichts. Stärke 40, 38, 15. Crazy shit, ey. Snagakiba können wir auch nicht. Ja, das hier ginge tatsächlich. Müssen wir mal schauen. Das Ding hier löst jetzt übrigens 71 Blutung aus. Das ist natürlich auch sehr, sehr krass. So, und jetzt gucken wir uns mal hier bei ihr nochmal hin. Moment, haben wir jetzt immer noch mittlere Last, alles klar. Gruppeneinstimmung über die Stimmen. Ach nee, das war das hier, okay, alles klar. Okay, das geht hier ganz. Asche können wir, glaube ich, einfach so hier an dem Dingens, an den Gnadenpunkten machen, ne? Kriegsasche, genau, so. So, wenn wir jetzt hier mal hingehen. Das geht bei der Waffe, glaube ich, gar nicht. Ist das so? Na, das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Dass wir das gar nicht machen können bei der. Das ist ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Aber gut, ist wie es ist. Können wir jetzt uns aufregen oder es lassen. So, wir werden uns auf jeden Fall hier nochmal in diesen Sumpf begeben, weil da haben wir noch einen Bossgegner. Oder so eine Art Boss. So, was ich jetzt mal gerade gucken wollen würde, ist... Löst Blutung mit 57 aus. Hier jetzt das Nagakiba noch reinnehmen. So, warte mal eben. Wenn wir hier jetzt Blutung nochmal draufknallen, was passiert dann? X-Asche hier.
bekommen wir hier blöd Blutung mit 68. Okay, das macht wenig Sinn. 45. Na, ich finde, das ist eigentlich bis hierhin eine ganz gute Sache. Es ist schade, dass wir diese eine Waffe nicht mit irgendeiner Kriegsasche versehen können. Das macht das Ganze ein bisschen doof, aber wir können... Dank für den Bogen haben wir nichts. Was haben wir hier noch? Okay, das ist auch doof. Okay. Jedenfalls haben wir jetzt die beiden Waffen hier. Weil so wollte ich das eigentlich mal zumindest, wenn's, auch wenn es nur kurzzeitig ist, mal versuchen. Zeit haben wir ja noch. Den Helm bekommen von ihm. Da vorne ist ein Ort der Gnade. Den haben wir noch gar nicht, oder? Nee. Was? Wir haben doch noch die andere Waffe, die auch so stark hier 71. Goldenes Rufzeichen. Habe ich noch nie gemacht. Ist das ein Gegner oder hilft der einem? Wir versuchen es mal. Gold ist immerhin kein Rot. Ich habe noch nie so ein Rufzeichen hier benutzt. Von daher, ist das jetzt ein NPC? Ist das ein Gegner? Ich habe keine Ahnung. Scheint aber kein Gegner zu sein. So, dann. Wir sind jetzt zu viert. Das muss doch jetzt hinhauen. Komm mit. So, jetzt machen wir als erstes mal hier die Typen weg. Okay, das ging ganz schnell. Muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, ohne Schild. Das war jetzt gar nicht gut. Das war voll für den Arsch. Muss mir jetzt auf jeden Fall die Runen mal direkt wiederholen, nicht, dass die uns noch verloren gehen. Da hinten rennt er rum. Nur mal gucken, ob wir das nochmal machen können. Keine Ahnung. Hier war das, glaube ich, nicht, oder? Hier war das. Weiß ich, vielleicht sollte man sich auch mal einen Zauberer rufen. Ich weiß es nicht. Gar nicht mehr agil. Moment, ich muss mal gerade meine Ausrüstung switchen.
Das Ding ist ultra krank. Der Gegner kommt fast gar nicht mehr zum Angreifen. So, helfen wir der mal. Gar keinen Schaden, das Ding bei dem. Bin ich jetzt ein bisschen bemerkwürdig, dass das Teil bei ihm überhaupt keinen Schaden macht. Also es hat ja jetzt ewig gedauert, bis wir den mal auf ein bestimmtes Niveau runtergeknüppelt haben. Wir gehen hier mit vier Leuten auf ihn drauf. Also das finde ich jetzt krass. Dann würde ich sagen, ist er tatsächlich vielleicht doch ein bisschen anfälliger gegen das Teil. Nehmen wir das mal wieder ins Repertoire. Springen hier mal wieder ums Eck. Das Wichtige ist, dass ich meine Ruhe nicht verliere, weil da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Vielleicht ist er ja magieanfällig. Das könnte man auch mal probieren, dass man hier den Zauberer mal ruft. Schimmerstein-Zauberer, den habe ich ja, glaube ich, auch gepimpt. Mein Gott, ey, Ausdauer, ne? Ist auch so eine Sache.
Geil. Aber hatten wir ihn fast. So, ein Try mache ich jetzt noch. Und wenn das wieder nichts ist, dann müssen wir es auf die nächste Folge verschieben. Letzter Ort der Gnade. Den Fehler mache ich jetzt nicht nochmal. Ey, der Typ, der ist krass. Die zweite Phase, wenn er da seine Kollegen ruft, das ist echt nicht ohne. Die andere Sache ist natürlich, dass ich dann da teilweise auch gierig werde, aber ich habe einfach auch die Ausdauer dann nicht, um dann da richtig reinzuhauen. Und irgendwie lösen meine Waffen bei dem absolut keinen Schaden aus. Oder zumindest nicht langfristig. Jetzt gehe ich mir auf jeden Fall als erstes mal meine... Runen holen. Komplette Ausdauer. Ja, genau. Wie beim Billardspielen, weißt du, haust deinem Gegner den Köhlen Arsch. Der geht mir halt jetzt richtig auf den Sack, ne? Das ist unfair mit zwei. Nächstes Mal, ne? Es ist bei mir ja immer so, zwei Folgen für so einen und beim nächsten, in der nächsten Folge werden wir ihn dann auf jeden Fall haben. Und dementsprechend müssen wir uns bis dahin gedulden. Ich danke euch fürs Zugucken, meine Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und bis es soweit ist, macht es gut, bleibt gesund und ja, verbringt eure Zeit sinnvoll. Haut rein, ciao.